Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Portal Stories. Ich habe jetzt eine Idee. Und zwar die Idee, dass wir dort den Laser hin platzieren. Und ich das jetzt nach dort umleite. Jetzt den Laser erstmal dort platziere. Das wieder umleite, genau. Und ich jetzt. Genau. Und durch. Und rüber. Cube holen. Das habt ihr im letzten Part nicht mehr gesehen, weil ich das rausgeschnitten habe. Alles, was ich hier versucht habe. Aber die Idee hatte ich schon mal grob. So, Moment. Wenn ich jetzt... Das brauche ich ja alles jetzt nicht mehr, oder? Laser brauche ich nicht. Ne, ich brauche jetzt nur den Cube. Okay, dann brauche ich jetzt das. Und das. Genau, jetzt brauche ich den Cube und rüber. Get into the elevator to the next test. I'll need a little bit more time to get us removed from the system. Geil. Ja, ich habe das im letzten Mal rausgeschnitten, weil ich halt einfach Ewigkeit noch da rumgesearcht habe, aber es hat nicht funktioniert. Alles. Und deswegen dachte ich mir so, ja komm, das tue ich euch jetzt nicht an. So ein paar Tage Überlänge, wo ich halt nichts geschissen bekomme. Aber naja. Da war ich halt grob in dem Sinne auch schon unterwegs, dass ich da irgendwas mit dem Winkel und so oder mit den Portalen knüpfen muss, aber ich habe nichts gecheckt. I just tripped an alarm in that thing's mainframe. It completely locked me out. Firewall, huh? Fire wall. That just gave me an idea. I'm going to reroute some of the water to the Aegis servers. That should shut the firewall down. Target one, organic one, mechanical, required for termination. Security measures at 75%. Alert status, red. Toxins from testing track Lima Whiskey. Contact with Richmond Center, sub-basement, level 10. Flooding procedures commencing. Fertig? Okay. Ja. Ja. Ich habe dann auf Screen ein bisschen rumprobiert und habe dann halt gecheckt, wie ich das Rätsel lösen muss. Und ich bin gerade am Überlegen. Ich brauche das. Muss das jetzt... Ja, dann komme ich nach da. So. Jetzt kann ich mir safe den Cube holen, oder? Ja, so safe nun auch wieder nicht. Komm schon. Probier's weiter. Es wird gleich funktionieren, Leute. Ich sag's euch. Ja gut, so nicht. Müssen wir da oben vielleicht? Hä? Achso. Das muss, glaube ich, da so circa hin. Ah, nice. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, dass wir das jetzt so haben, aber ist ja egal. Es hat ja funktioniert, also von daher ist okay. Ist okay. Ich schätze, ich muss es, hätte das halt irgendwie anders machen sollen. Ich glaube, das geht schneller, wenn ich das so mache. Jetzt brauche ich das.
Und das. Ich muss ja... Ui, oh, ich dachte jetzt rechtzeitig alles schaff. Ach klar, ich muss ja nur... Scheiße. Okay. Ja, das hat nicht so funktioniert. Ich brauche das blaue Portal wieder. Nice, lol. Jetzt kriege ich das weg, okay. Dann muss ich also so? Ja. Komme ich hier wieder raus? Dann brauche ich den. Und stell den jetzt erstmal hier rauf. Muss ich da oben das Portale machen? Kann mir... Nein, muss ich so machen. Den... Cube holen. Muss mit dem Cube rüberjumpen. Das Portal setzen und rüber. Alles klar, okay. Nice. Das ging ganz gut soweit, würde ich meinen. Huh. Warte, geht das? Das wäre witzig gewesen. Okay, ich kann jetzt aber auf jeden Fall nicht mehr raus. Geil. Tracking our movements. I'm working on getting control of the elevators, so just hold on, get through this test, and I'll get you out of here. Alles klar. Okay, das macht das aus. Aus. Okay. Ja klar, jetzt kann ich ja nicht hier rüber jumpen, ne? Nee, dann bleibe ich da hängen, alles klar. Aber dadurch kann ich erstmal hier hin. Um mir den Cube zu holen. Damit ich das deaktivieren kann. Alles klar, okay. Dann rüber. So, das deaktiviert einmal das. Und den Beam, okay. Dann, ach so, ja gut, das ist ja... Würde ich sagen, so. Genau. Was brauche ich da oben? Ach, den Schalter von da hinten, natürlich. Ach nee, das... Oh. Okay. Probieren wir erstmal kurz aus, wo ich den unbedingt hin, ungefähr hinsetzen muss. Da dann wahrscheinlich. Alles klar. Was habe ich da oben? Ah. Noch einen anderen Cube, wie es aussieht. Aber wie komme ich da hin? Indem ich darüber jumpe. Aber kann ich das nicht jetzt sogar schon machen? Nee, natürlich nicht. Ich muss ja den Cube dann von der anderen Seite da irgendwie reinkriegen. Also muss ich noch irgendwie nach... Dort hinten. Wie komme ich da hoch? Jetzt will ich mal eben... Ja, okay. Das ist ein Schalter, der mir noch einen Cube gibt. Genau. Oh, warte mal.
Ich komme jetzt gar nicht erstmal. Oh. Ja, gut. Ist okay. Okay, ich muss da also schätzungsweise. Ach, hier oben hat das gesaved. Alles klar, das ist nice. Ist gar nicht mal so schlecht. Ich muss da halt so hinkommen, indem ich da halt hinjumpe. Ich muss das erstmal kurz da machen. Den Cube wieder mitnehmen. Damit ich das erstmal deaktiviere. Aber das andere muss ich ja auch deaktivieren. Ja, ich muss hier hingejumpt kommen. Das heißt, ich muss beides deaktiviert haben. Ja, von hier oben funktioniert das auf jeden Fall alles schon mal nicht. Okay, aber das kehrt den Strahl ja um und deaktiviert ihn nicht. Muss irgendwie so. Dann darüber. Und jetzt müsste ich da durchjumpen können, aber das kann ich nicht. Da oben habe ich ja auch keine Fläche, wo ich hinschießen könnte. Wenn ich das jetzt nämlich deaktiviere. Oi. Nein. So. Ach shit, jetzt muss ich nochmal rüber. Das dürfte ich eigentlich hinkommen, oder? Wenn ich das jetzt so mache. Jetzt mich einmal hier hinstelle. Zack. Und ein Portal da oben schieße. Ne, Moment. Mach erstmal den Cube, damit ich da gleich auch wieder zurückgehen kann. War ich am Portal da oben? Muss ich da mal eben kurz hoch? Brauche ich ein Portal da unten? Jetzt müsste ich halt noch den Cube herbringen. Jetzt zieht mich das ja an. Oh. Warte mal. Habe ich hier doch irgendwie eine Schussfläche übersehen? Nee. Das ist wahrscheinlich wieder eine übel easy Lösung, Leute, aber ich check's nicht. Ich will nochmal kurz darüber. Nee, eigentlich will ich da nochmal hoch. Obwohl mir das halt auch nichts bringt. Nicht da ein Portal hinschießen? Irgendwie ganz knapp? Da auch nicht. Nee. Ach doch, klar, Moment. Yeah, ich glaube, ich habe eine Idee. Es könnte sein, dass ich eine Idee habe. So, das wollte ich so machen. Dann wollte ich einmal bitte dort drüben den Cube haben. So. Jetzt, warte mal, was wollte ich da machen? Kurz hier rüber. Ne, eigentlich wollte ich jetzt den Cube. Moment, nein, ich brauche den Cube hier, oder nicht? Aber nein, das macht das ja aus. Das will ich ja nicht. Ich will das schon so.
Und dass ich dann jetzt gleich hier rüber... Nee, Moment. Ja, das macht jetzt kein... Ne, ah! Das wollte ich nicht. Aber danke, Spiel. So, wenn ich das jetzt so mache. Jetzt liegt der auch nicht mehr da drauf. Oh, shit. Ach, shit. Ah, nein. Oh. Doch, ich muss da jetzt hoch. Na, nein. Huh. So. Kann ich irgendwie nach da irgendwas schießen? Nee, ne? Nee. Okay, ich brauche noch einen Cube. Give it to me, genau. Ja, das bringt mir gar nichts. Eigentlich. So, das macht den halt aus. Und das will ich ja auch. Ah, okay. Schnell genug schießen kann ich auch nicht. Ich war gerade voll am Mikrofon dran, ey. Ja, das geht ja auch nicht, wenn ich das so mache. Nee, das macht keinen Sinn. Ja, das Ding ist, das ist halt dann im Weg. Jetzt wäre halt der Strahl im Weg. Also das wäre halt super, wenn das so funktionieren würde. Aber jetzt wäre halt der Strahl im Weg. Aber das ist ja schon mal der richtige Ansatz, würde ich meinen, ne? Jetzt ist das halt im Weg. Wenn ich jetzt... Bin ich eigentlich dumm? Bin ich eigentlich... Also, jetzt voll real, Leute. Das ist halt... Oh. Also, ich kann die Parts bald einfach nur noch Dummheit nennen. Einfach immer nur dumm, 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 dumm. Immer. Einfach immer. Cube, danke. Oh Mann. Okay. So. Genau, jetzt brauche ich das. Aber erstmal muss ich nochmal kurz da hinten rüber. Um den einen Cube hier drauf zu platzieren. Nee, gar nicht. Jetzt ist er ganz aus. Nein. Kannst du mal bitte dahin? Ach, jetzt bräuchte Cube nochmal. So, damit er jetzt gleich... Ja, Moment. Ich kann ihn ja einfach mal kurz dorthin legen. So, und jetzt muss der einmal eingesogen werden. Brauche ich da das Portal? Und wieso brauchte ich dafür jetzt zwei Cubes? Ich sehe es gerade. Ja, jetzt ist er weg. Scheiße, ich muss erst da hoch. Moment. Was mache ich denn, hä? Okay. Erstmal ein Cube hierher bringen. Ja, der zweite Cube bringt mir nichts eigentlich, oder? Wenn ich den hier raufstelle. Und jetzt so mache. Oh. Nein! Oh.
Danke. So, den jetzt hier raufstelle. Dann wird er angesogen. Ich würde gerne einmal nach da oben. Sehr, sehr gerne. Dafür muss ich aber erstmal einmal nach dort drüben. So. Ich muss ja... Warte mal, nein. Ich will ja da hoch. Meine Güte, was ist das? So. Aber jetzt will ich ja, dass er abgestoßen wird und nicht angezogen, ne? Ah, Moment, klar. So, jetzt würde er angezogen werden. Boah, das hat ja was mit Reflexen zu tun, ne? Weil da muss ich gleich... einmal so und wieder so machen. Oh nein, so. Nein, shit, warte, was habe ich getan? Nein, warte, was habe ich getan? What? 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 Hey, die Idee war doch gut gerade, oder? War die Idee gut? Ich habe keine Ahnung. Ich will nochmal bitte da hoch. Es wird wieder ein Part mit Überlänge, Leute. Und ich werde wieder an diesem Test hier verzweifeln. So, Moment. Wenn ich das so mache und das so mache, dann wird der erstmal angezogen. Ja, das kann ich ja machen, bis ich da hinten bin, ne? Klar. Bis der da hinten ist, weil wenn ich dann das Portal, das blaue, umsetze. Oh nein, warte mal, jetzt wird er... Okay, Moment, dann setze ich das blaue gleich sofort um. So, jetzt muss ich das blaue erstmal umsetzen. Genau, bis der Cube dort ist. Dann das blaue dort wegsetzen. Und das blaue dorthin. I got some control again. There's another lift transfer down below. Hold on. Activating the elevator now. Elevator car 77. Testing track direction compromised. Alert status 100%. Rerouting remaining servers to biological tracking. Target lost. Rerouting the elevator worked. That got its attention. Don't expect this to get any easier now. Keep going. There's an easy test track up ahead. Maybe you can gain some ground on it. Alles klar, Leute. Aber das war es jetzt erstmal für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.